Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Age of Wonders 3. Ja, nach wie vor sind wir mit dem Yamaha Lichtspringer und so einem kleinen Halbling Hulkbeast unterwegs und ja, hoffentlich kommen wir endlich mal ein bisschen weiter, muss ich gestehen. Ging ja doch etwas schleppend. Die Nacht der Zone in Götter steht uns bevor. Das heißt, alle Einheiten kriegen schön Schaden. Was natürlich ziemlich ungeil ist. Aber es kommt hoffentlich nur einmal vor. Unser Gegner, den wir bekommen wollen, ist hier, beziehungsweise die vier Städte hier höchstwahrscheinlich. Und wir hatten letztens eine große Armee kaputt gemacht, die war hier. Ohne ernsthafte Verluste, zwar einen guten Scherup ist draufgegangen, aber es ist ein Scherup, ne? Punkt. Okay, und ja, genau da machen wir jetzt eigentlich weiter. Genau, ein Held wurde befördert, ist auch sehr schön. So, 333. Geistschild. Ja, nehmen wir Geistschild. So, dann haben wir noch 3 Punkte übrig. Die packen wir. Trefferpunkte bin ich jetzt nicht wählerisch. So, Groschak ergibt sich euch. Ja. Das ist der Nachteil, wenn man niedrigen Schwierigkeitsgrad wählt. Ich hatte jetzt gedacht, ich wäre schon hoch genug gekommen. Aber ich muss wohl noch ein bisschen höher wählen. Dann geben die nämlich leider auch sehr schnell auf. Ja, es wäre blöd, es trotzdem nicht anzunehmen. Es gibt ein schlechtes Gefühl. Komm. Zack. Da ist er hin. Das war mal seine. Nee, das ist eine Heldengruppe. Ah ja, die sind nur dabei, weil ich einen Mod drin habe. So. Pionier. Brauchen wir nicht. Weg damit. Okay, hast du die Heldenpunkte voll ausgegeben? Jupp, sieht so aus. Ja, okay, ihr seid quasi jetzt erstmal Gebietswachen. Da können wir uns aber relativ frei bewegen, ohne dass wir jetzt groß uns Gedanken machen müssten. Reicht es theoretisch, dass wir nur eine Einheit runterschicken? Da können wir den Rest nach oben expandieren. Er hat uns ja quasi nur davon abgehalten, weil er dauernd so rumgemosert hat. Jetzt müssen wir überlegen. 187 Gold, ja. Ein bisschen sparsam sollten wir trotzdem sein. Du holst dir das dann wieder und danach, ja, schauen wir, was es zu erobern gibt. So, du bist ja eigentlich gut ausstaffiert. Das kannst du alles nicht tragen, das kannst du verwenden, das auch. Ja, aber den Rest beutet haben. Belegt den Slot, brauchen wir nicht weg. Ja, das ist okay, ist nicht besonders gut, aber ist okay. Wer hat noch keine Rüstung? Mal schauen. Firak hat noch keine Rüstung. Firak bekommt jetzt Rüstung. Firak, 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 Emara. Was ist für Schautstation auch gewesen? Jetzt ohne Witz, wo bist du, Kumpel? Es gibt kein Firak. Firak, der Reuheldige. Der Reuheutige Held. Scheila, Dorian, Satura, Hilde, Birgit, Emara, Schenga, Freya, Irelis, Aro, Giron. Gibt's nicht. Tut mir leid, Leute. Wird wahrscheinlich noch geladen oder so. Da kriegt's halt Hilde die Wilde. So, wo ist denn Hildegard? Die war doch relativ weit oben. Da, Hilde das Dotterblümchen. So, und du schaust mal, wie wir hier hin am besten kommen. Kriegst noch einen kleinen Scherup dazu. Hier schauen wir mal, wie es denn zufriedenheitstechnisch aussieht. Eigentlich Orks möchte ich nicht haben.
tropisch Ödland. Könnten wir also auch zur halblinken Form werden wir auch tun. Klar, kostet uns massiv Bevölkerung. So. Wer von euch kann gut fliegen, du? Ich behaupte mal, einen automatischen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Wir haben trotzdem was verloren. C4, okay. So. Ist trotzdem ja noch unerkundet. Ja, da haben wir halt noch eine Giftblitz. So, ihr braucht jetzt eigentlich auch gar nicht miteinander mehr rumkuscheln. Der Grund dafür ist ja weggefallen. Da. So, und wenn ich mich falsch verklickt hätte, dann würde ich nämlich sagen, schauen wir mal, geweihte Stätten, ja, verstärken wir. Oder versuchen es zumindest. So, der Rest sei gemanagt, wird uns mal erzählt. So glauben wir es mal. Reiten aber trotzdem noch einen Scherup vor. Obwohl, nee, wenn das Halblinge werden, brauchen die ein bisschen besseres Land. Ödel, das ist nichts für die. Den Wald können wir lassen. Ne? Kriegen wir es komplett hin? Was ist das hier für ein Typ? Tropisch Fruchtmagier. Okay. Wir scheren noch mal und los geht's. So, die dürfte jetzt auch fast schon fröhlich sein. Nein, warum nicht? Achso, das ist ja Memoral. Ja, muss ich sagen. Halblinge selber sind aber relativ fröhlich. Mutter hat eine Schlacht gewonnen. Ja, das stimmt, Kumpel. Aber du wirst hier nicht viel weiterkommen. So, du kriegst deine Rüstung. Jungsiedlung ist abgeschlossen, auch korrekt. Box ist natürlich deswegen unzufrieden. So, kann Schmiede hier hin. Ihr. Oh, was machen wir mit euch? Habt ihr einen Radius dazu? Nö. Meistergilde erstmal, damit es ziemlich vorwärts geht. So, zornige Götter waren wir schon gewesen. Hat nicht viel Auswirkung gehabt auf uns. Ja, habt ihr an den Knall. Oi. Das ist keine schöne Richtung, Leute. Ernsthaft, manchmal frage ich mich, was geht in euch vor? Oh. Da wohnt kein Mensch drin? Schön, da wohnen wir bald drin. Können wir sogar einen Zug sparen? Wenn wir sadistisch sind, ein bisschen tricksen. Jo. Willkommen, neue Stadt. Ich habe gehört, ihr werdet Halblinge, ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet's. Müssen wir natürlich danach ein bisschen Umgebung wieder schön machen. Ja, ihr seid jetzt Gebietswachpunkt. So, du. Ne, den lassen wir als kleinen Dörfchen da oben. Marschieren wir direkt auf ihn zu. Das habe ich befürchtet, ihr seid das rumgekommen. Die werden uns in Stücke reißen. Die Drachen sind so heftig.
Todesalbkönig, genauso schlimm. Das ist eine so heftige Armee. Leute, pass mal auf, ihr hattet jetzt auch noch so einen Gifthauch, ne? Okay, gut. Machen wir das Beste draus, das heißt, wir verlieren unsere Helden alle, aber... Ja, was sollen wir machen? Zurückziehen kann ich mich nicht. Ach, auch noch schlechte Moral. Ein Lichtbringerlein. Peinige die Gegner zu Tode. Der hat Geistschutz. Okay, Leute, Hand hoch. Wäre auch so blöd, den Geistschutz zu geben. Okay. Giftauch. Ist schön, wenn sie es für den jetzt noch brauchen, aber der kommt natürlich wieder. Boah, das ist so eine Gruppe. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Idee, wie wir hier schön rauskommen. So, schauen wir mal, ob ich den Wilzen kriege. Ach ja. Ich wäre eher gerne ein PC und hätte so viel Glück, aber das ist schon okay. Warum, weiß ich noch nicht. So, jetzt aber. Yay, wir haben ihn zwei Einheiten weggenommen und jetzt... jetzt wird's bitter. Einziger Vorteil, soweit ich weiß, da die untot sind, heilen die nicht. Das ist aber leider wirklich nur ein geringer Zuspruch. Ja, wir verteidigen. Das wollen wir großartig machen. Ist egal, ihr wisst. Selber seid ihr leider alle immun, deswegen ihr könnt das wunderbar machen. Wie ihr seht, diese Gifthauch oder allgemein alle Haucher, die ich von Luca gesprochen habe, haben unglaubliche Reichweiten. Das ist so extrem. Ich weiß deswegen ehrlich gesagt auch gar nicht, wie man das schaffen soll. So, um die Todesalb, der wird sich sogar zu sehr heilen. Ja, komm. Geronimo! Wie, das war verzweifelt? Habt ihr recht. Toll. Macht quasi genauso viel Schaden. Hat eine geringe Chance zu überleben. Wir sind jetzt hoch. Oh, und ich habe keinen Mana mehr. Zumindest, ja, keine Zauberpunkte mehr, der da doppelt kostet. Ja.
Ja, Level Challenge. Naja. Zur Erklärung, was da gerade passiert ist, der liegt hier unter Forscht. Ja, Forscht hat diesen tollen Effekt ausgelöst, dass er halt so viel Angst hatte, dass er abhauen wollte. Stand natürlich angrenzend an die gegnerische Einheit. Abhauen war da nicht so cool. Bam, war er weg. So, lieber Held, macht mal bitte alle Winke. Winke vorm Monitor. Er hat uns toll geliebt. Jetzt wird er nie wieder machen, diesen Fehler. Jo. Oh, das war teuer. Das tat wirklich, wirklich weh. Okay. Was macht das? Produzierte Infanterie, Kavallerie. Ja, gut. Schaden tut's nicht. Solange ihr umgesiedelt werdet, macht ihr hier noch kleine Wächter rein. Wow, das war jetzt brutal, ja. Brutal ist, glaube ich, der perfekte Begriff dafür. Okay, Goblin-Antiko-Reiter, Vierer, Goblin-Kavallerie, Zweier. Müssen wir kurz rechnen. Schaffen wir das ohne extreme Verluste? Ja, ihr könnt auch noch Bestien gut schlachten. Nö. Das ist zu kritisch. Habe ich irgendeine Einheit hier? Wasser, ne? Du kannst. Wirst du nämlich dann die schöne Truhe hier holen? Ja, du kommst hier rüber. Ich bin neutral. Ich hab doch gerade Böse getötet, ich bin nett. Okay, gut. Yay! Ein Golddrache. Jetzt könnt ihr mal sehen, das ist quasi das Pendant zum Todesdrachen. Extrem schöne Werte. Ja. Ein Geist-Odem, das ist das Äquivalent zu diesem Gift-Odem. Vorschneiflößen ist der auch. Und dann halt noch paar tausend kleine Sachen, wie jede Einheit hier hat. So, machen wir noch ein Frosthörnchen. Leuchtendes Vorbild, genau, weil ich die Einheit habe. Ein dauerhafter Bonus, okay, das war wahrscheinlich dauerhaft bei Werte gesteigert. Und Wiedererweckung, das ist natürlich nice. Oder habt ihr es standardmäßig? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Kleinen Moment. Zeig mal wieder deine Einheitendetails. Ne, Wiedererweckung ist dazugekommen. Das ist nur die Frage, auf der höchsten Stufe wird erst da dazugekommen. Kann ich überhaupt sehen, wie du levelst? Eigentlich ging das mal. So, ja. Okay, Mutlosigkeit zufügen. Hätte er noch Benommenheit zufügen? Nee, hätte er nicht bekommen. Warum bist du unzufrieden? Goldrache niedrig. Ja, okay, aber warum? Glauben tue es euch ja. Heldenangeboten Bonus. Ihr habt euch weniger den Mut verschrieben. Ja, das war ja keine Absicht. Sind die Einstellungen des Anführers nicht einverstanden? Ha. Meine Einstellung ist eigentlich gut. Aber okay, sei es drum. Ja, wir müssen uns also ein bisschen weiter den Guten verschreiben, damit wir die Kollegen hier glücklich halten können. Eigentlich dachte ich ja immer, dass wir gute Entscheidungen treffen, aber umsiedeln. Ist wahrscheinlich nicht gut. So, dass ich weiß, was uns erwartet. Nehmen wir jetzt hier mal einen kleinen Bonus.
die schon erkundet? Die könnten es sogar schaffen. Deswegen würde ich vorschlagen, die nehmen wir uns erstmal mit. Holen uns aber noch ein bisschen Glück vorher. So, du gehst dann ein paar Schritte hier. Kriegt ihr hin, seid gut. Ich glaube an euch. Ich realisiere gerade, dass ich drei Helden verloren habe, oder waren es zwei? Ach, auf jeden Fall schmerzhaft. Zu schmerzhaft. Wer will bekehrt werden? Am ehesten hätte ich gerne dich. Was die doch dann denn? Na gut, dann dich halt nicht. Mit euch trainieren wir ein bisschen. Ihr seht, das macht ganz schön Schaden. Wird auch mit der Zeit immer besser. Die Level nehme ich in Distanzkampf. So, ja, jetzt die Frage. Nehmen wir euch ein bisschen weg? So, und da die Sonnenwache ja hier so schön gemein ist, sterben die ja voll im Weg. Kann ihm sein, dass sie allein durch ihre Konter die quasi jetzt wegkriegt. So, wer kriegt denn die Erfahrung? Ihr seid alle noch in so kleinen Modus. Ja, und euch mag ich sehr. So, weg dürft ihr eigentlich auch nicht können. Ah, okay. Ihr könnt sogar noch werfen. Reicht sogar. Stein an den Kopf geklonkt. Okay, das war es. Herzlichen Glückwunsch. Das war eine Teamleistung, hätte von uns keiner alleine schaffen können. Ich liebe diesen Spruch nebenbei. Der sagt so alles und auch gleichzeitig gar nichts. So, Schreckschwein ist geschlüpft. Was bringst du denn? Verderbten Schutz, ich bin Rührung noch. Der Verderbnisschutz war ohne die. Gehen wir wieder weg. Okay, mit dem gehst du auf die 100, das ist gut. Du bist unzufrieden, weil. Aha, deswegen. Es tut mir ja leid, ich wollte ja keine Helden verlieren. Ich wollte auch nicht böse werden. Ich kann nicht die Wahl. Okay, neue Forschung. Tempelritter sind fertig. Märtyrer produzieren. Feld hat Level Up. Das soll er haben. Fehlsverteidigung ist auch immer ganz cool. Blutehre nicht so, aber Kampfkunst ist sowas von genial, voll übertrieben. Plus 5 Verteidigung gegen Gelegenheitsgriff und Gegenschläge. Das ist so Wahnsinn für 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob die Entwickler sich das mal durchdacht haben, wie heftig das überhaupt ist. Also ist schon echt fast schon unfair, muss man mal ehrlich sagen. So, ihr kriegt als nächstes dieses. Ja, eigentlich hier bräuchten wir eine Vierergruppe, Leute. Was baut ihr gerade? Okay. Ja, so. Das geht dann schneller, wenn wir nicht schlafen. Ach, stopp. Ah. Wollte doch eigentlich. Nein. Ja, gut. Wie
viel Mana können wir mittlerweile speichern? 800, okay. Was passiert hier gleich? Wachstum steigt, aber Produktion wird vermindert, mal ganz einfach gesagt. Forschung fertig. Nächste Stufe, Kreuze dran hier. Auch schön. Ich hab einen Phönix. Hast du denn einen Phönix her? Ja, Leute, was ist das? Sind wir ehrlich, wir sind zu sechst. Gegen einen Phönix, das sollen wir doch hinkriegen. Ihr seid getarnt. Wir sind im Nachteil. Das ging nun wirklich hin. Okay, ich lasse euch in Ruhe. Wenn ihr nachstellt, minimaler strategischer Nachteil, den könntet ihr in Kauf nehmen ohne Probleme. Ist so schön dunkel hier. Okay. Ja, das ist schaffbar. So, was passiert hier? Antimagie, alles klar. Seid ihr quasi nur so. Okay, gut. Das ist. Eigentlich ist das total toll. Von den Kommando und so, Protokoll. Die Animatoren sind ja quasi. Ja, ihr seid rein Distanzkämpfer. Folgender Vorschlag, wir rocken euch mal alle direkt weg. Ja, du bist scheiße drauf. Was soll ich dazu sagen? Jetzt live lernen damit zu leben. Wir alle haben mal schlechte Tage, Kumpel, dann bist du durch. Lol, bei 10% Chance. Aber okay. Ich hab mich gut. Ach stimmt, wir haben noch eine T-Shirt. Ja. Ja, töten wir. Erstaunlich, dass er mittlerweile immer so in den letzten Zügen noch überlebt. Finde ich cool. So, was bekommen wir? Ah, okay. Was? Ja, wie lange hält eigentlich dieser blöde Malus noch an? Das wollte ich gerne mal wissen. 8 Runden. Hält es gefallen? Eine Runde. Ja, gut. 8 Runden ist schon ein bisschen heftig. Was sollen wir machen? Das ist nun mal so, wie es ist. Ja. Wir wollen ja ungefähr. Da, ne? Ja, da müsste ungefähr sein hin. Aber trotzdem, er muss doch Felix irgendwie gekehrt haben oder so. Ich weiß nicht, wie das sonst hinkommt. Von Ashmok. Nö, ablehnen. Obwohl es weniger, ja, weniger zufriedenheit hätten wir es vielleicht machen müssen. Egal. Held wurde befördert. Je. Ich
Schwerverbrennung ist schön. Hast du aber was, was den ganzen Folge dient? Ja, so ein bisschen. Drei, kriegst noch was HP dazu, so. Freut euch. Badhaus ist fertig, dann kriegt ihr jetzt ein Hospital. Eigentlich hätte ich für die Wache hier auch gerne Vierergruppe. Und soweit ist es erstmal okay, denke ich. Braubruder, der ist eigentlich auch cool, ne? Beile werfen darf das mal. Der. Dann die Wächter der Nachtwache. So, jetzt die Frage, kill ich das Ding, weil es mir eventuell selber irgendwann auf den Sack geht? Weiße Voraussicht. Ja, machen wir es mal lieber. Und erstaunlich, dass der PC das Gold noch nicht eingesackt hat. Wäre wahrscheinlich so die erste der Sachen gewesen, die ich gemacht hätte, wäre ich hier in der Nähe. Hier, ich habe was Gutes getan. Ja, geht einen Schritt vorwärts, wenn ihr dann Befehle benötigt, dann ist dem so. Okay. Schwierigkeitsgrad, legendär, lass mich vorerst lieber. Okay, ja, plus 19, da könnten wir quasi fast schon wieder eine magische kleine Armee bauen. Aber ich lasse erstmal ein bisschen zu Terra und Form. Level up. Ach, Naturheilung ist so toll. Naturwiderstand können wir gleichzeitig aber auch noch. Ehrlich? Alle Einheiten tatsächlich. Dann nehmen wir das auch. Kreuzritter kann auch jetzt produziert werden. Komm los, hauen wir als nächstes raus, ein Prediger. Wir machen uns jetzt voll christlich hier. Da ist ein Wirtshaus. Die Stadt scheint da drüben zu sein. Das können wir direkt damit einnehmen. Ja, hast du da eingeholt, siehst du, gut gemacht, Kumpel. So, du erkundest hier mal hinter weiter. So, ich hatte hier vor uns marodierende Wesen gesehen. Wir stellen uns jetzt. Wir werden wieder einen Haufen Sheriffs bekommen, verspreche ich euch. Ihr werdet zu Gebietswachen, da fällt mir, wo ich das so sage, doch direkt auf, dass wir unsere Verzauberung noch vielleicht ein bisschen verstärken sollten. Und eventuell seine auch dann mal zerstreuen sollten. Muss ich auch vorher noch anschauen, ob ich denke, dass wir einen Vorteil daraus ziehen, das heißt, er aus seinem Verzauberung einen Vorteil zieht, indem wir natürlich nehmen möchten. Na, hier ist auch noch was. Wow. Ja. Schöne Städtchen. So, legendär. Das ist für euch immer noch nicht so wirklich schaffbar. Ja,
Jo, machen wir manuellen Kampf. Oh. Da ist noch zustande. Okay. War das jetzt so anstrengend? Interessanterweise hat der jetzt ein Haus aus dem Symbol. Okay. Ja. Bin ein bisschen überrascht, gebe ich zu. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Die Hoffnung, dass das nicht so schnell wieder passiert. So angreifen bringt jetzt nichts, deswegen du blockierst den. Du. Ja, du kannst schon mal hier hingehen. So unter den hinten rein. Bringt ja eigentlich nichts, aber machen trotzdem. Stimmt, dadurch, dass schief gegangen ist, hat sie sogar was gemacht. Weniger Bewegung kriegen. So, wir haben folgendes. Du brauchst die Erfahrung, deswegen guten Appetit. Du hingegen, versuch mal die Einheiten ein bisschen wieder mal zu verstärken. Hast du Bock zu forschen? Nein. Tja, dann wirst du dich wohl verabschieden müssen von deinem jämmerlichen Leben. Komm, Priesterchen. Ach, komm langsam, ich schaff's nicht mehr. Ah. Wieder. Hey, uncool. Ich hoffe jetzt mal, dass das durchhält, bis wir mit der Partie fertig sind, dass es nicht permanent jetzt weitergeht. Okay, ich merke schon, es fängt. Okay, an der Stelle ist es wahrscheinlich besser, wenn wir dann für heute wohl Schluss machen, schauen wir mal, wie wir vielleicht den Phönix wegkriegen. Ja, auf jeden Fall ein Gegner schon mit unvorteilhafter Weise. Nächsten Mal, hoffe es hat euch Spaß gemacht und ja, anscheinend ist es heute ein bisschen zu warm für den Rechner. Daher, tschüss, kühlt euch auch schön ab.